So Leute, verschwitzt kommen wir aus unserem Sniper-Duell. Und ja, ich bin euer Michi und neben mir sitzt da. Kollege Erich. Genau. Und es wollten Leute von uns wissen, wie halt der Vergleich bei dem Hammer Speedshot und bei der beim Controller ist. Deswegen, ihr seht meine Ansicht, Erich kann leider nicht aufnehmen, deswegen ja, habt halt in Erich seine Sicht nicht. Aber der Erich spielt mit Controller und ich spiele mit Maus und Tastatur, das sieht man dann eh später im Gameplay. Da mal der erste geile Messerwurf. Also da habe ich schon geglaubt, na okay, jetzt put, chill, schon alles besser, und dann bei dem Killern, was dann gleich kommt, ist mir gleich anders geworden. Schaut's euch an, wie der da unten campt. Ich habe nicht campt, das war taktisch. Ja, genau. Na, auf jeden Fall, wir sagen schon vorweg, wir haben beide normal gespielt, also es hat keiner eine Chance gekriegt, wir haben einfach nur normal gesnipert, ein normales Sniper-Battle, und jetzt könnt ihr sehen, wie halt der Vergleich ist zwischen Maustastatur und dem Controller. Also ich spiele, wie ihr seht, ich habe halt ein besseres Movement ein bisschen, weil ich, ja, ich brauche halt meine, wie ist das nochmal, Empfindlichkeit nicht höher stellen, weil die Maus schon allein ihre DPI-Empfindlichkeit hat, und ja, der Erik spielt halt mit dem Controller. Und weil ich weiß nicht, vielleicht sollte man sagen, ich habe mit der Empfindlichkeit 8 gespielt. Ja, der Erik hat auf 8 gespielt, weil 10 ist doch schon ein bisschen hoch und da muss man ein bisschen mehr üben. Deswegen habe ich gesagt, der Erich soll auf, da sieht man, wie schnell ich mich umdrehen kann. Das heißt, ich spiele mit Maus. Ich meine, ja, würde auch gehen mit. Aber ich glaube, so schnell auch wieder nicht. Na, oh ja, es wird schon gehen mit dem Controller auf so einer Geschwindigkeit spielen. Und das Problem ist halt, dass beim Controller kann man sich so schnell wenden und rauf und runter schauen, weil da müsstest du die ganze Zeit in den, na, den Stick in der Hand halten und herumdrücken. Ich drücke immer herum, überall. Ich drücke auf alles, ich knete alles und Und du ja. drückst immer gefällt mir bei dem Post. Nein, nicht immer. Haha, reingefallen, stimmt gar nicht. Alter, stalkst du mich auf Facebook oder was? Na, das war jetzt nicht so wurscht. So. Achso. Ja, genau. Da habt ihr gerade ein Knife von mir gesehen, weil ich eben nicht, weil ich die Tasten verwechselt halt. Ich wollte eigentlich aufheben, das scheiß Wurfmesser, aber hab irgendwie aus unersichtlichen Gründen habe ich halt ja die falsche Taste erwischt. Und hab dann angefangen zu messern. Und vielleicht sollte man sagen, also das Match wird zu Ende noch wirklich spannend. Am Anfang paniere ich ein bisschen in Erich, aber später, puh, Leute. Ich meine, ich werde es eh noch sehen, das Gameplay, aber am Ende wird es da richtig zur Sache Da gehen. habe ich sein Impfschild nochmal ein Kill und dann habe ich Gas gegeben, wissen geht nicht mehr. Yep. Dann Sudden Death. Eigentlich wollte ich den letzten Kill, wollte ich einen Wurfmesser-Kill machen, das schön ausschaut für euch. Aber irgendwie ist mir das nicht gelungen und ja. Deswegen. Und dann hat er schon gemerkt, dass ich angas und dann, na, das geht nicht mit dem Wurfmesser. Ja. Dann, ja. Dann habe ich mal Cojones-mäßig Gas geben. Ja. Und man sieht richtig schön, wie ich sterb. Verdammt. Na, aber man sieht richtig schön, wie ich mit der Maus halt und Tastatur laufen kann und alles. Das Problem bei mir war halt eben, dass ich seit ungefähr 3 Jahren oder was nicht mehr richtig mit Maus und Tastatur gespielt habe, deswegen bin ich voll auf den Controller eingewöhnt. Und der Erich spielt halt auch schon länger mit dem Controller und der kann es halt mit dem Controller. Und deswegen. Ja, du spielst länger mit dem Controller. Ja, aber ich habe nicht Controller Also gespielt, ich habe mit der Tastatur ich gespielt. hab mit ich habe Xbox, wie schon gesagt, bei einem Commentary seit lass mich raten, Weihnachten. Ja, Weihnachten glaube ich. Und ich habe so viel gespielt, habe ich auch wieder nicht. Ja. Naja, vielleicht kann man sehen bei einer Abschlusskameras. Bei der heute habe ich nachgeschaut. Ich habe insgesamt ME3 gespielt, 4 Tage. Mehr nicht, glaube ich. Prestige 3, naja. Ja. Na, aber es war halt für mich ein kleiner Nachteil, weil ich halt schon länger nicht mit Maus und Tastatur gespielt habe und ich habe mich richtig anstrengen müssen, dass ich da mal was gebacken kriege. Ich meine, am Anfang schaut es danach aus, als würde ich ihn Erich da banieren bis zum geht nicht mehr. Aber das Problem ist, später hat der Erich dann so scheißmäßig Gas geben, dass ich mich am Sessel schon mal festgehalten habe. Also da hat's mal richtig die Socken ausgezogen. Genau bei dem Kill, aber ich mir denke, Alter, für was drücke ich eigentlich noch ab, wenn mich der eh trifft? Na, das war so, und dann. Da campt er, da campt er, da schaut euch das an, schau, schau, und er campt da hinten, das ist unglaublich. Also, wo ich dann gesehen habe, ihm fehlt nur ein Kill, dann habe ich gedacht, Alter, was, er gewinnt mit Maus und Tastatur? Dann habe ich Gas gegeben mit, glaube ich, 5 Kills, habe ich aufgeholt. Ja. Und dann, ja, habe ich doch leider verloren. Warte, boah, Alter, nach dem Match, da habe ich richtig geschwitzt. Ja, meine Hände, die waren so pickert. Ja, meine Maus, was ich verwendet habe, ist eine uralte Maus. Die war, ja. Pff, Alter. Die war verschwitzt wie sonst was. Da gebe ich in Erich gleich ein paar No-Scopes, weil ich es halt kann, wisst ihr.
Ist halt so. Und man sieht auch ein paar Abschlusscams von mir, damit ihr auch seht, wie das so ist im Vergleich, so direkt Vergleich. Ja, genau. Boah, und da, das habe ich gehört, wie du da gestanden bist. Also wir haben uns eigentlich geeinigt drauf, dass wir jeweils die Abschusscams zeigen, nur ich war immer so ehrgeizig und habe mir gedacht, na, ich muss den Erich jetzt da mit der Maus und mit der Tastatur, muss ich den banieren, dass richtig schön geil kommt, aber das Problem war halt, ja, daher, dass ich halt nicht oft mit Maus und Tastatur spiele. Ja. Ne. Aber, boah, also. Ja. Ja, und das Video dauert ungefähr 18 Minuten. 18 Minuten. Ja, 18 Minuten haben wir da voll Gas geben. Da merkt man eh schon, 650 habe ich, bin am Gewinnen und der Erich 350. Und da merkt man dann, wie ich aufgeholt habe. Aber ihr müsst manchmal runterschauen auf die Leiste und schaut euch an, wie der Erich dann anfängt zum Aufholen. Das ist. Da die Aktion da war, ja. Ja, für den Arsch. Na, du hast immer das, was man No-Scope verpasst. Ja. Ich weiß auch nicht, geht das irgendwie besser mit was, dass du No-Scope? Ja, und sowas? Das geht viel besser. Das denkst du mal echt gerade. Heißt, ich borg da mal. Schau, schon wieder No-Scope? Ja, ich borg da mal den Hammer Speedshot. Na, das probieren wir irgendwann einmal aus. Da habe ich nochmal herzeigen wollen, wie man, wie schön ich halt zielen kann. Mit der Maus. Angeber. Ja, auf jeden Fall. Ich werde da mal das Ding borgen. Also, wenn wir es sich mal beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, anschauen, wie das ist. Ja, aber das nehmen wir nicht auf erst. Nein, das nehmen wir eh nicht auf, aber dann kannst du mal sehen, wie einfach No-Scopes sind eigentlich. Mit der Maus. Ihr werdet auch oft sehen, dass ich irgendwo hängen bleib, bei irgendwelchen Scheißkisten oder irgendwas, weil ich einfach mit der ASDW nicht zurechtkomme, mit den scheiß Movement da. Und bei dem Kill hat man gesehen, da hast du dich noch aufgeregt, hab was durch die Kiste, und dann, achso, ja, ich habe ja Treffer eingestellt. Ja, na, ich habe mir gedacht, ja, der Erich, der wallbankt mich da einfach so, und dann ist mir eingefallen, Blödsinn, ich Trottel, hab ja, na, Treffer drauf gehabt. Schau, schon wieder No-Scope. Schon wieder, ich und, weil, bei irgendeinem Match, meistens, wenn der Erich und ich ein Sniper-Duell machen, hau ich auf, weil ich gebe meistens die Klassen vor, und da gebe ich dann, da stelle ich dann meistens bei den Snipern ein Tempo, dass wir halt schnell laufen können und sich öfter und schneller treffen. Aber bei dem Match, ich weiß nicht warum, habe ich einfach Treffer genommen und das habe ich dann voll vergessen gehabt. Das ist mich auch recht, was du Cheater. Ja, der Erich ist ja bekannt dafür, dass er da mit Aimbot und Wallhack ja, spazieren da, läuft. Da, aber da kommt dann eh noch so ein Aimbot-Schuss, glaube ich, ja, von mir. So wirklich so. Ah, der Erich hat dann schon Schwierigkeiten gehabt. Wäre nicht schnell genug in Aimbot einschalten hat können, aber so ging es Ende, ja, oder? Zum Beispiel am Anfang, da hat er 5-0 geführt, aber ich da schon denke, ah, da muss ich schon einschalten, da, so ab und zu. Hab das wieder gesehen. Ich habe zu früh, weil ich aus Versehen die Tastenkombination so scheiße eingestellt habe, habe ich aus Versehen das Wurfmesser gegen die Wand geworfen und habe mich treffen lassen. Eigentlich wollte ich bei der Wand rauslaufen und wollte ihm das Wurfmesser voll auf die Fresse hauen, aber ja. Das war halt nicht gerade die. Schaut euch an, wie der gekonnt da kämpft, das kann. Das war nicht jeder. Ich wollte für die Aufnahme jetzt da mal einen richtig geilen Wurfmesserkill machen. Da habe ich ihm jetzt einen Hitmarker gegeben. Nein, hast du nicht. Oh ja. Wirklich? Ja. Und da wollte ich dann runterspringen und dann wieder mal einen No-Scope geben. Da habe ich den No-Scope verpasst. Ja. Das weiß ich noch. Genau. Na, aber wenn dann der Erich endlich mal seinen HDPVR hat und aufnehmen kann, dann wird's richtig leiwand. Weil dann können wir nämlich seine Sicht und meine Sicht abwechselnd nacheinander einspielen. Oder wir laden einfach beide Sichten hoch, dann verlinken wir die Videos und ihr könnt euch beide Sichten anschauen. Oder irgendwie so werden wir das machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber bei 100 Abonnenten, jetzt haben wir ja schon 41, danke an die neuen Abonnenten. Bei 100 Abonnenten, bei 100 Abonnenten werden wir dann ein Real-Life-Special machen und dann werden wir öfter Videos hochladen, wo wir mit einer Facecam, wo wir halt mit einer Facecam uns auch zeigen, wie wir gerade spielen oder verschiedene Aufnahmen, vielleicht kommen noch ein paar Horrorspiele oder irgendwas. Und ich weiß nicht, ich glaube, davon haben wir schon mal geredet, dass wir auch Wetten machen werden. Nein, davon haben wir nicht geredet, aber jetzt hast du das verraten, also wurscht. Wir werden, wenn wir dann halt uns in Real Life mal gezeigt haben bei 100 Abos, werden wir anschließend eine Serie starten, ich würde sagen, das nennen wir Let's Wett, ja, na, irgend sowas. Let's Feucht. Let's Feucht. Naja, wir werden dann so eine Let's Wett-Folgen machen, wo der Erich und ich irgendwelche Spiele, zum Beispiel Tony Hawk. Ja, Tony Hawk könnte man machen, was der? Kennst du das, den Spielmodus Loser? Na.
Da gibt einer vor einen Trick und der andere muss den nachmachen oder die Punkteanzahl. Und wenn es der nicht schafft, dann kriegt er mal das L, dann das O und so weiter, bis er dann das komplette Loser hat. Und da, der, was der Loser hat, hat er verloren, ne? Oder wir könnten auch so auch mit einem Sniper-Duell, obwohl ich weiß, dass ich da verliere. Ja, na, Dann. auf jeden Fall, wir werden halt verschiedene Spiele zeigen. Forza, weiß nicht, MW2 gegeneinander vielleicht, oder auf jeden Fall irgendwelche Spiele. Ihr könnt, naja, ich weiß nicht. Was kann man noch als zu zweit spielen? Na, wir werden schon was finden. Und im schlimmsten Fall spielen wir Counter-Strike, nicht? Boah, na. Ja. Na, wie Na. gesagt, also zuerst laden wir das Video hoch, wo man die Wette, also das Spielwett zeigt, also Wettspiel. Und dann kommt dann nach ein paar Tagen dann die Wette. Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde Nicht? sagen, wir machen das Wettspiel und anschließend werden wir halt ja cutten, aufhören mit der Aufnahme und dann mit einer Cam halt den Wetteinsatz filmen und den hängen wir dann am Ende noch dran. Okay, also ich sehe mich schon leiden, das weiß ich Also da schon. kommen dann so geile Wetten wie ja eine Zwiebel fressen oder ich weiß nicht, irgendein Cocktail saufen oder irgendwas. Ja, da habe ich mich wieder vertan schon. Ich wollte eigentlich umstellen und dann habe ich es nie zusammengebracht. Und dann spielt der Kleine da mit Herzschlagsensor. Ja, obwohl es mir eigentlich nichts bringt, weil der Radar sowieso die ganze Zeit on ist. Ja. Na, auf jeden Fall, ihr könnt euch bei, wenn wir 100 Abos haben, könnt ihr euch schon mal auf unser Real-Life-Special, auf unsere Ausrüstung, wie nennt man das, unser Setup-Video oder so irgendwas, könnt ihr euch schon mal freuen. Und danach wird es richtig leibend, weil dann kommen so welche Wett-Videos und Facecam-Videos und was weiß ich, was da alles noch kommen wird. Relive. Ja, Real-Life-Specials können wir auch mehrere machen. Aber wie gesagt, das kommt erst bei 100 Abos. Und danke an die neuen Abonnenten. Was ich eigentlich noch ansprechen wollte. Ich wollte mal die alten Abonnenten fragen. Alter, pennt ihr? Irgendwie kommen jetzt immer weniger Kommentare. Weil wir wollen ja wissen, was euch nicht passt an unsere Videos. Zum Beispiel, ja, der Erich bringt sich selber um, ein bisschen klar. Auf jeden Fall, wir wollen ja wissen, was euch nicht an unsere Videos gefallen. Oder Oder was ihr was mehr. euch bei dem Video nicht gefallen hat. Ja, oder irgendwas, sagt uns einfach irgendwas. Aber bitte nicht so ein Kommentar wie irgendwann einmal, ich weiß nicht, ob das bei uns war oder bei irgendwann anders, dass uns irgendwer sagt, ja, mir gefällt Minecraft nicht, deswegen gefällt mir das Video nicht. Das ist Blödsinn, weil wir laden hoch die Spiele, was wir wollen. Und wir schauen, dass euch dann gefallen. Und nicht, weil jetzt irgendeiner nicht Minecraft leiden kann. Ich meine, gut. Ich kann nicht irgendwelche Spiele spielen wie zum Beispiel irgendeiner. Geil. Auf jeden Fall, irgendeiner will zum Beispiel von uns sehen, Dead Space. Das Spiel kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe es zwar erst auf der Wii gespielt, aber ich kann das Spiel überhaupt nicht leiden. Mir gefällt die Story nicht und mir gefällt an dem Spiel eigentlich gar nichts. Und deswegen werde ich das eigentlich auch nicht zeigen. Genauso wie, weiß nicht, wenn einer von euch sehen will, Halo Reach oder Halo 4 oder irgendein Halo-Spiel. Die Spiele gefallen mir nicht. Sind so ein futuristischer Scheiß, irgendwas. Also, es ist einfach, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, vielleicht zeigt es der Erich Halo oder was auch nicht. Ja, vielleicht kommen dann von mir, wenn nicht so, paar Let's Plays, was weiß ich, schauen wir dann noch. Schauen wir dann, wie ich Bock dazu habe, zu welchem Spiel, wenn ich es dann zeigen will. Ja, wenn du dann mal den HDP vorher hättest. Weil kommt schon noch, keine Angst. Ja. Na, auf jeden Fall, ihr könnt euch dann schon auf mehr Sachen freuen. Ich meine, wir fangen jetzt nicht an wie Commander Krieger, dass wir in der Woche 4-5 Videos hochladen, weil für das haben wir eigentlich nicht gerade die Zeit. Ja, und vor allem ich nicht, weil meistens, also was, na, frühestens komme ich von der Schule um 4 heim. Da muss ich noch Hausaufgabe machen, lernen, bla bla, und dann vielleicht, wenn ich dann noch einen gechillten Tag habe vor die Hausübungen her und so, dass ich dann ein Video raus oder so. Ja. Und wie gesagt, bei mir ist halt das Problem, ich bin beim Zivildienst. Ich muss jetzt dann demnächst bald eine Prüfung machen, deswegen muss ich auch lernen unter der Woche. Und wenn ich die Prüfung habe, dann, ja, werde ich wahrscheinlich noch einen Einsatzfahrer machen müssen. Naja, müssen, wollen. Dass ich halt mit dem Einsatzfahrzeug fahren kann und bla 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 hin und her. Und ja, da habe ich dann verschiedene Dienste und wenn ich dann um 8 heimkomme, werde ich mich sicher nicht hinsetzen und dann mal schnell ein Video rausbomben. Weil ich will nicht ein 15-Minuten-Video oder irgendwas kommentieren, was danach dann scheiße ist. Ich will, wenn, dann mache ich ein gescheites Video, was vielen Leuten gefallen und alles. Oder ich mache gar keins. Ist so. Weil entweder mache ich ein gescheites Video, das was auch mit Liebe gemacht worden ist oder mit sonst irgendwas, aber ich mache sicher kein schnell-schnell-Video, nur dass ihr was zum Schauen habt.
und dann gefällt es eh der Hälfte nicht. Das hat für mich keinen Sinn. Apropos mit Liebe gemacht, da gab es einmal so eine Werbung. Wird die Werbung heißt mit Liebe gemacht oder irgendwas? Echt? Ja, ich weiß nicht. Ist das das Landliebe-Joghurt? Nein, da war der Werbeslogan mit Liebe gemacht oder irgendwas. Achso. Ölz, aber Ölz genau. Ah ja, Ölz mit Liebe. Ich finde das Landliebe-Joghurt so geil, Alter, die Werbung. Da hat der Bauer richtig viel Spaß gehabt, Alter. da hat er ehrlich gleich nichts zum sagen, ja. Schon das Joghurt an, der hat da in die Flaschen reingewichst, oder, und danach. Oder der Name Frufru, was ist bitte Frufru? Ja. Das hört sich an, was weiß ich, wie so eine... Mumu. Wie so eine... Sahne-Mumu, Alter. Wie so eine Pornodarstellerin aus Asien, oder irgendwas. Die gute Frufru. Genauso wie diese, wie heißt, Original-Sahne-Mumu, Alter, wäre es auf die Idee gekommen. Schau. Da gebe ich ihm schon einen Hitmarker. Warte, Schatz, und jetzt habe ich Angast. Ab jetzt habe ich Angast. Da, jetzt könnt ihr euch zuschauen. Ich gebe ihm jetzt einen No-Scope, noch einen Hitmarker und werde erledigt. Alter, ich bin so durch die Gegend gehüpft, Alter. Ich habe es überhaupt nicht packt, Alter. Da gebe ich ihm als erst einmal einen schönen Hitmarker, einen fetten. Dann kämmt sich da irgendwo hin. Kommt raus, gebe ich ihm noch einen Hitmarker, No-Scope sogar. Und dann killt er mich. Und das ist jetzt schon dort, wo ich Angast habe. Also. Ja. Da seht ihr, ich brauche nur noch einen Kill. Und ja, und der Erich gast jetzt richtig an. Habe ich ein bisschen Kohle in den Feuer dran? Pfeffer im Arsch. Pfeffer im Arsch. Hast du mal im Hintern? Na, Pfeffer, sag ich ja. Das war ein schöner Quickscope, der was jetzt kommt. Bam, weg. Ich glaube, den zeigst jetzt dir. Ja, ja, da schau, Aimbot. Schaut euch das an. Fuck. Was? Du hast den nicht zeigt? Na, der war wirklich so schön. So wie ich ja, wie gesagt, ich bin nur ehrgeizig gewesen. Ich wollte dann schon am Ende, da wollte ich dich unbedingt jetzt schnell banieren, dass ich noch gewinne. Deswegen habe ich das gleich gar nicht zeigen wollen. Und da, Alter, da habe ich mir gedacht, boah, das wäre so geil gewesen, wenn ich dann Headshot verpasst hätte als letzter Abschuss. Und jetzt kommt dann da wirklich der letzte Abschuss und da, boah. Also das war ein richtiges Duell. Da habe ich schon geschwitzt. Da jetzt kommt ein richtiges Duell. Also das war wirklich ein Stepper-Duell. Ja. Naja, aber das Video ist sowieso gleich zu Ende. Da seht ihr jetzt nur noch einen Hitmarker und bang, kaputt. Also, wie ihr seht, es gibt nicht viele Unterschiede zwischen Controller und und Maustastatur. Weil der Erich hat knapp verloren. Und ja. Also ist beides ziemlich gleich. Genau. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und ja. Ich würde sagen, bis am Donnerstag, bis zur nächsten Minecraft-Folge. Und ja, ciao. Ciao.